Ja, und ich würde sagen, da sind wir auch schon in unserer Minecraft-Welt und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Bevor, noch ein paar Sachen. Und zwar benutze ich natürlich kein Resource-Pack. Ich benutze aber den BSL Standard Shader Version 5. Falls es ab und zu für euch ein bisschen dunkel ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich finde, es sieht halt insgesamt einfach schöner aus. Ja, deswegen der Shader. Ansonsten gibt es nicht groß was anzumerken. Ja. Ganz normales Tutorial und ich würde sagen, wir fangen an. Das ganze Haus ist natürlich relativ komplex und relativ schwierig zu bauen. Deswegen habe ich mir im Vorhinein Fotos mit meinem Handy von dem Gebäude gemacht, damit ich das Ganze nachbauen kann und keine Fehler für euch mache. Falls trotzdem mein Fehler passiert, bitte ich das zu entschuldigen. Ich werde das natürlich korrigieren. Und ja, deswegen wartet ihr mir erstmal so ein, zwei Minuten ab, bevor ihr irgendwas nachbaut und macht so Notpause, falls ihr irgendwo nicht hinterherkommt. Gut, wir fangen an, wir fangen ganz simpel an mit Eichenholz und platzieren einmal hier ein Eichenholz hin. Dann lassen wir einen Block frei und platzieren hier wieder eins hin. Dann lassen wir hier einen Block frei und platzieren wieder eins hin. In etwa so. Dann lassen wir hier drei Blöcke zwischen frei und platzieren wieder eins hin. Dann lassen wir hier ein Block dazwischen frei, platzieren wieder eins hin, lassen drei Blöcke dazwischen frei, platzieren wieder eins hin. So sollte das in etwa richtig sein. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht schon gleich zu Anfang verbaut. So, dann kommt hier wieder einer hin und hier wieder einer hin, dass das Ganze in etwa symmetrisch ist. Oder eigentlich sogar ziemlich symmetrisch ist, ne? Gut, dann lassen wir hier vier Blöcke frei und platzieren wieder einen hin. Vier Blöcke hier zwischen. Dann hier zwischen einmal sieben Blöcke. Das wären jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke in der Mitte dazwischen frei. Man kann das immer ganz gut abmessen, indem man in diesen Dreier-Schritten geht. Aber das nur so als Sache am Rande. So, dann hier wieder im Prinzip fast genau dasselbe Spiel wie auf der anderen Seite. Ich gehe mal kurz durch die Bilder. Wo habe ich das Ganze schön fotografiert? Hier habe ich das schön fotografiert. Okay. Bedeutet, wir lassen hier jetzt erstmal wieder 9 Blöcke dazwischen frei, in etwa so. Dann gehen wir hier wieder einen Block nach vorne. Hier gehen wir einen Block nach vorne. Lassen zwei Blöcke dazwischen frei. Lassen zwei Blöcke dazwischen frei. Also jeweils von links und von rechts. In der Mitte sind das dann 3 Blöcke. Und platzieren das Ganze dann in etwa so. Gut. Dann da drüben, habe ich davon irgendwo ein halbwegs schönes Foto? Nö, habe ich natürlich nicht. Ach, schon wieder toll. Aber ich denke, ich krieg's hin. Also, wir lassen hier wieder einen Block dazwischen frei, lassen nochmal einen Block dazwischen frei und nochmal einen Block. Dann gehen wir vier Säulen nach vorne, also mal einen Block dazwischen freilassen. So, insgesamt 3 Säulen, insgesamt 4 Säulen, insgesamt 5 Säulen. Dann gehen wir einmal hier rüber und dann sollte... Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Definitiv. Irgendwie ist das krumm und schief und das gefällt mir nicht. Nee, doch, ist richtig. Ist alles richtig. Da kommt dann nämlich noch ein Block hin. Hier dazwischen werden 2 freigelassen. Okay, optimal. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Sagen wir 5 Minuten. Dann spielen wir bis 35. Okay, das sollte eigentlich relativ gut klappen. So. Wie bauen wir das Ganze jetzt weiter? Also als allererstes kommen diese Säulen hier insgesamt 6 Blöcke hoch. 4 Blöcke, 5 Blöcke, 6 Blöcke. Hier auch einmal 6 Blöcke in etwa so. Dann kommt auf Blockhöhe 5 einmal so ein Querbalken hier dazwischen. 4 Blöcke lang sollte der sein in etwa so. Und dann kommt hier auf Blockhöhe 6 auch nochmal ein Querbalken dazwischen in etwa so. Tada! Sollte richtig sein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verbaut. Wie gesagt, es kann immer passieren, aber dann werde ich das sicherlich im Endeffekt irgendwann korrigieren. Sollte ich zumindest im Optimum tun. Ja. Gut, wie bauen wir das Ganze jetzt weiter? Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal hier bei denen an. Ja. Hier kommen insgesamt jeweils 3 Blöcke oben drauf, in etwa so. Dann hier einmal so ein Behilfsblock, damit wir hier 2 hin platzieren können. Und dann hier einmal so ein Behilfsblock, damit wir hier 2 hin platzieren können. Optimal. Genau. Die anderen hier, die Blöcke kommen auch auf 6 Blöcke insgesamt hoch, also so hoch wie da drüben. Hier auch und hier natürlich auch und hier auch und hier auch und hier natürlich auch. Der Block da ist übrigens falsch platziert, der kommt da so in der Art nicht hin. Ist das alles richtig? Das sieht so eng aus da drinnen, ne? Warte, ich guck mal kurz. Das ist aber richtig, ja? Ja, es sieht tatsächlich richtig aus. Ab und zu bin ich selber verwirrt von dem, was ich gebaut habe, aber... Hey, kommt vor, würde ich jetzt sagen. Okay, so, weiter geht das hier. Die kommen auch auf 6 Blöcke hoch und du kommst auch auf 6 Blöcke hoch. Dann sieht das Ganze schon mal halbwegs gut aus. Ja, doch, ich will mich nicht beschweren. So, einmal kurz schnell durch die Bilder gescrollt. Hier hinten die äußeren kommen auch auf 6 Blöcke hoch. In etwa so. Perfekt. Gut, jetzt muss ich mal kurz Blöcke zählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. An den 6. Block kommt das dran. Okay, dann kann es hier losgehen. Und zwar an den 6. Block, also an den obersten, kommen hier einmal so Querbalken hin.
Dann kommt hier einmal so ein Hilfsblock hin und dann kommen hier wieder zwei Querbalken hin, hier drüben ganz genau dasselbe. Und dann in die Mitte einmal so drei Querbalken. Und das machen wir dann hier vorne auch nochmal. Also, da habe ich das da vorne echt so gemacht? Krank. Also hier kommt einmal so ein Querbalken hin, dann hier wieder der Hilfsblock, zwei Blöcke, Hilfsblock, zwei Blöcke, ne? Dann einmal hier wieder drei Blöcke und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Sieht gut aus, oder? Habe ich das da vorne? Ja, habe ich. Perfekt. So, das machen wir jetzt insgesamt drei Blöcke breit, also einmal hier komplett entlang, bis hier drüben, die hinteren Blöcke natürlich immer wieder entfernen, denn die sind hier nur als Hilfestellung da, damit wir die Blöcke so schräg liegend dahin platzieren können. Ich hoffe, das macht Sinn, oder? Ja, sollte eigentlich. Okay, dann hätten wir das auf dieser Seite fertig. Auf der anderen Seite müssen wir das Ganze nochmal genauso machen. In etwa so, dann hier die einmal weg. Und ich merke gerade, wie meine Nase und meine Stimme so langsam den Geist aufgeben. Ich glaube, ich bin wieder erkältet. Ah, ist das schön. Naja, mehr oder weniger. Eigentlich ist es nicht schön. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, denn eigentlich, ja eigentlich, fuckt mich das ziemlich ab. Okay. Jetzt will ich mal kurz hier gucken, hier habe ich noch so Querbalken hingemacht. Okay, das ist gut zu wissen, bedeutet hier kommen einmal so schräge Querbalken rein. So, dann sieht das Ganze schon mal relativ gut aus, also das Framework steht soweit. Naja, fast. Hier diese Blöcke kommen alle auf 2 hoch und hier die kommen auch auf 2 hoch. Und dann sind wir so gut wie es geht fürs Erste mit dem Framework fertig, tatsächlich. Ja Mensch, cool. Dann können wir ja im Prinzip an die Wände gehen. Die Wände werden was Besonderes, so viel kann ich jetzt schon sagen, aber kriegen wir natürlich auch hin. So. Also als allererstes kommt hier in diese Ecke ein Block, also so schräg dran und ja. Dann ziehen wir den einmal hier entlang bis dahin, dann einmal hier rüber bis hierhin und gehen dann einmal hier hoch bis hierhin. Ja, dann hier einmal hoch bis dahin und dann hier einmal dicht gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie hoch ich die Fenster gemacht habe. Moment, ich guck mal kurz durch meine schlauen Bilder. Ich könnte natürlich auch schnell rüberfliegen, aber hey. Obwohl, man erkennt das, glaube ich, gar nicht auf meinen schlauen Bildern. Ja, wisst ihr was, dann fliegen wir nochmal kurz rüber. Ich glaube, ich habe sie 3 hoch gemacht, oder? Ja, 3 Blöcke hoch ist das Ganze. Bedeutet, hier kommt noch ein Block hin. 3 Blöcke, dann 2 Blöcke oben drauf. Genau. Hier geht das einmal entlang und hier drüben machen wir ganz genau dasselbe. Bedeutet einmal hier so hin, dann einmal hier hoch, oben 2 Blöcke hin, 3 Blöcke Lücke lassen und dann hier einmal dicht machen und hier 3 Blöcke freilassen, dann einmal dicht machen und hier oben kommen die noch hin. Das können wir eigentlich noch auffüllen, das können wir auffüllen und das können wir auffüllen. Wir können dann später noch ein bisschen was anderes auffüllen, aber wie gesagt, dazu kommen wir dann später. Gut. Dann hier erstmal unten eine Reihe entlang, in etwa so. Dann hier in der Mitte einmal so. Dann einmal so, einmal so. Und dann hier einmal Fenster machen. Ich glaube, die sind auch 3 Blöcke hoch. Ja, sieht so aus. Bedeutet einmal so, dann hier oben einmal dicht machen. Hier einmal so, oben einmal dicht machen. 3 Blöcke Lücke freilassen, oben einmal dicht machen. Tada, in etwa so. Sieht gut aus. Ja, doch, tatsächlich lässt sich sehen. Irgendwie sieht das immer noch komisch aus. Sind die vielleicht 4 Blöcke hoch? Es könnte... Nee, 3 Blöcke, 2 Blöcke. Ist eigentlich alles richtig, oder? Ja, 3 Blöcke, 2 Blöcke. Sieht gut aus. Haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Ich hoffe es aber nicht. So, lasst mich wieder einmal kurz durch meine Bilder gucken. Ich habe hier kurzfristig die Orientierung verloren. Wo ist denn hier vorne? Wo ist hier hinten? Das ist eine gute Frage. Wisst ihr was? Ich gucke einfach hier kurz schnell nach. Okay, das haben wir dann so gemacht. Und dann ist das da oben dran. Ja, sollte kein großes Thema sein. Nö, eigentlich nicht. Also, kommt hier wieder einmal so ein Hilfsblock hin. Dann einmal ein schräger Block. Hier drüben ganz genauso. Hilfsblock, schräger Block. Dann kommt da dran einmal eine Slab. Hier kommt einmal eine Slab dran. Auf die Slab wieder so ein Hilfsblock. Wieder so ein Hilfsblock. Und die drei dazwischen. Die Hilfsblöcke weg. Und dann sollte das Ganze in etwa so aussehen. Tada! Hier können wir dann dahinter noch alles mit auffüllen, mit Birkenholz. Und dann sind wir im Prinzip ready mit der Wand hier drüben. Ja, es wird. Es ist tatsächlich, es geht schneller als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, das Tutorial dauert bestimmt eine ganze Ecke. Aber es geht. Also es geht wirklich. So, dann hier einmal eine Linie bis hierhin durchziehen. Also die kommt später noch weiter nach da drüben. Ach, was mache ich eigentlich so ein Gedöns hier? Nee, das können wir eigentlich einmal komplett drumherum ziehen. So, dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Gut. Wie geht das Ganze jetzt weiter?
Das Ganze geht eigentlich relativ simpel weiter. Und zwar kommt hier jetzt auch wieder ein Fenster hin. Drei Blöcke hoch bedeutet drei Blöcke Lücke lassen und oben einmal dicht machen. In etwa so, dass das hier so ein bisschen versetzt ist. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. Gut, dann lassen wir hier jetzt drei Blöcke frei. Drei Blöcke frei? Ja, ist richtig. Und das Fenster ist jetzt sogar noch zwei Blöcke höher. Also insgesamt fünf Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und am sechsten Block machen wir das oben einmal dicht. Dann kommt hier wieder ein drei Blöcke hohes Fenster hin. In etwa so. Hier oben einmal zumachen. Hier, das kann man alles einmal auffüllen. Und ja, dann sieht das doch verdammt gut aus. Wie gesagt, die Wände schließen hier oben überall mit diesen Bögen ab, ne? Nur, dass ihr euch nicht wundert, hey, wie kommt das denn jetzt zustande? Und das sieht ja komisch aus und bla 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 bla. Das hat alles seine Richtigkeit. Außer hier sieht man halt diesen Block durch, aber das ergibt sich dann alles. Okay. Ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Wie gesagt, ich sage das immer wieder in jedem Tutorial. Wenn ihr irgendwo hängen bleibt oder nicht wisst, wo habe ich jetzt den Block hinplatziert oder wie habe ich das da gemacht, dann stellt mir ruhig Fragen unten in den Kommentaren. Ich werde die beantworten und euch sagen, ja, pass auf, so machst du das, da kommt der Block hin und dann kriegen wir das, denke ich, zusammen schon irgendwie gebacken. So, hier wieder einmal bis nach oben hin auffüllen. Hier kommen einmal zwei breite Fenster hin, in etwa so und dann hier einmal dicht gemacht. Und wie habe ich das denn da vorne gemacht? So habe ich das gemacht. Okay. Oh, hier kommt sogar noch eine Säule hin. Genau, hier in die Mitte kommt noch eine Säule hin und dann wird das da ersetzt. Richtig. Erster Fehler gemacht heute. Aber war ja jetzt nicht so tragisch. So, die Fenster hier sind, glaube ich, auch wieder drei Blöcke hoch. Ja, das sieht verdammt gut aus. Dann können wir hier einmal dicht machen. Dann einmal hier und einmal hier. Tada! Dann einmal hier noch den hin und hier oben verbinden und ready sind wir mit der Wand. Cool. Ging doch eigentlich schneller als gedacht, oder? So, was machen wir jetzt? Wir suchen uns Treppenstufen aus dem Inventar und zwar brauchen wir die Birkenholz-Treppenstufen und was brauchen wir noch? Ich würde sagen, wir schnappen uns noch die Zauntore und zwar habe ich hier die ganz normalen Eichenholz-Zauntore genommen. Oh, habe ich sogar schon im Inventar. Na dann, umso besser. Die Birkenholz-Treppenstufen kommen hier einmal so verkehrt rum rein und hier noch einmal so verkehrt rum rein. Perfekt. Und dann kommt jetzt in jede Lücke, die wir eben beim Bauen gelassen haben, einmal ein paar Glasscheiben rein. Ja, denn das wären unsere Fenster. Ich habe hier jetzt hier die weißen Glasscheiben genommen. Ihr könnt natürlich auch normale nehmen oder rote oder blaue. Je nachdem, wie ihr lustig seid. Aber ich finde, weiß sieht eigentlich ganz cool aus mit dem Birkenholz. Und ja, deswegen hier an dieser Stelle weiße Birkenholz. Weiße Birkenholz, weiße Glasscheiben. Ihr merkt schon, ich habe heute schon relativ viel für YouTube gemacht und aufgenommen und ja, irgendwann ist mein Gehirn dann auch mal fertig. Und meine Nase, die ist verstopft, das gefällt mir gar nicht. Ich will nicht krank werden, ich habe gerade so Motivation, YouTube zu machen. Gut, das haben wir geschafft. Dann einmal Fichtenholzstufen schnappen, einmal hierhin, einmal hierhin, einmal hierhin, einmal hierhin. Dann noch einmal hierhin und hier kommen sie noch hin. Einmal hier und ich glaube, da habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht, oder? Habe ich da noch so ein bisschen verziert? Ja, das sieht tatsächlich so aus. Okay, ja gut, das kriegen wir ja schnell hin. Bedeutet einmal hier eine Stufe hin, einmal hier und einmal hier. So, jetzt kommen jeweils unter die Stufen, die an den Fenstern dran sitzen, kommt einmal ein Hilfsblock hin, den werdet ihr gleich wieder abreißen. Und auf den Hilfsblock kommt einmal ein Eichenholz-Zauntor. Das öffnet ihr und dann habt ihr so coole kleine Fenster-Klappläden. Weiß ich nicht. Ich finde, es sieht auf jeden Fall ganz cool und realistisch aus. Deswegen habe ich es hier verwendet. Wenn euch das so aufwendig ist und ihr sagt, ah, das ist so viel Arbeit und bla 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 bla, könnt ihr es natürlich auch lassen, ne? Aber ich finde, das sieht ganz cool aus und wenn ihr genau dasselbe Haus haben wollt wie ich, dann baut ihr es halt einfach nach. Weil ich weiß, es ist halt wirklich eine nervige Arbeit, hier jedes Mal das Zauntor zu platzieren und den Block da drunter und bla bla bla. Aber hey, this is what Minecraft is all about, right? Yeah, I think so. Okay, gut, dann wären wir ja hier im Prinzip auch schon mit fertig. Leute, wir sind echt flott unterwegs. Klar, wir haben noch das Dach vor uns und noch eine Etage oben drauf und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, ist nicht schlecht, was wir hier machen. So, dann kommen hier noch einmal Fichtenholzstufen dazwischen. Einmal hierhin, einmal hierhin, einmal hierhin, einmal hierhin. Und ja, wenn wir schon dabei sind, kümmern wir uns noch um die Terrasse. Denn hier kommen überall einmal Fichtenholzstufen oben drauf. In etwa so und dann einmal hier dran und dann hier immer dazwischen. In etwa so. Ganz einfach. Hier geht das Ganze dann einmal weiter, nur dass hier jetzt die Abstände etwas länger werden. Und hier kommen natürlich auch noch Fichtenholzstufen oben drauf. Perfekt! Cool! Doch, ich muss sagen, es wird.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt in der Folge, fangen wir hier noch mit dem Dach an, zumindest so ein bisschen, und dann haben wir das schon mal hinter uns und können dann in der nächsten Folge richtig durchstarten. Also, wie machen wir das Ganze? Wir schnappen uns die Fichtenholztreppenstufen, platzieren die hier einmal entlang, 6 Stück sollten das insgesamt sein, und die da sind falsch, fällt mir gerade mal so auf. Warte, habe ich das da wirklich so gebaut? Ja doch, oder? Eigentlich schon. Und dann sind das hier 4 Blöcke und dann sind das da 5 Blöcke. Aha! Ja, das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Okay, seht, da habe ich mich tatsächlich nochmal verbaut, denn diese Blöcke hier kommen weg. Die gehören da nicht hin. Ich wollte schon sagen, das kann doch irgendwie nicht sein. Okay, gut. Was ihr jetzt macht, ist, ihr platziert hier immer so eine verkehrt rumme Treppenstufe an die richtig rumme Treppenstufe. Und das macht ihr einmal, bis ihr kurz vor der Mitte oben angekommen seid, in etwa so. Und dann kommt die Treppenstufe einmal so hin und dann einmal so hin. Und dann das Ganze von der anderen Seite nochmal, weil es so lustig war. Ja. Also hier immer so andersrum und richtig rum und verkehrt rum und richtig rum und ja. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile durchschaut. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Gut, dann haben wir das einmal geschafft und unser Giebel steht. Cool, oder? So, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir hier eigentlich nochmal ein bisschen Birkenholz dahinter klatschen. In etwa so, in etwa so, in etwa so, in etwa so. Und dann machen wir nochmal so und dann kann hier eine weiße Glasscheibe rein. Und tada, wir haben noch ein kleines cooles Fenster. Oh, Moment. Einen Fehler habe ich gemacht, das Ganze wird ja eins nach hinten versetzt. Richtig. Bedeutet, hier kommen einmal Birkenholzbretter hin, in etwa so. Und dann geht das hier weiter, hier weiter, hier weiter, hier entlang, Glasscheibe, Birkenholz. Und das sollte richtig sein, oder? Ja, doch, das sieht verdammt richtig aus. Cool. Cool, cool, cool. Wie geht das Ganze weiter? Hier kommt ein Block hin, hier kommt ein Block hin. Und dann, ja, machen wir hier erstmal die Treppenstufen hin. Ich würde sagen, wir bauen die erstmal, lass mich kurz durch meine Bilder gucken. Hier irgendein schönes Bild von. Ich würde sagen, wir bauen die erstmal 4 Blöcke hier in diese Richtung. Ich denke, das sollte noch gefahrlos möglich sein. Ich hoffe es zumindest, ne? Es kann immer sein, dass ich später was abreißen muss, aber sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also hier einmal 4 Blöcke in diese Richtung, 4 Blöcke in diese Richtung, 4 Blöcke in diese Richtung und dann einmal hier hin und oben noch ein paar Stufen oben drauf. Tada! Jetzt platzieren wir hier die restlichen fehlenden Blöcke rein, in etwa so, und dann sind wir damit auch schon fertig. Ging doch eigentlich relativ schnell, oder? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das komisch aus. Habe ich das wirklich so gebaut? Ich habe das wirklich so gebaut. Okay, na dann wird das wohl richtig sein. Gut. Ja, dann hätte ich gesagt, soll es das auch für die heutige Folge sein. Eine kleine, schnelle Folge. Schon mal der Anfang. In der nächsten Folge werden wir dann die Dächer fertig machen und oben das zweite Geschoss draufsetzen. Und dann würde ich sagen, war es das von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du neu dazugekommen bist, schau auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es noch viele coole andere Videos. Und dann sehen wir bei uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin. Baut fleißig weiter. Ciao und haut rein.